Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben im letzten Part ein ganz klein bisschen am Ende verkackt, aber das biegen wir jetzt wieder gerade. Keine Sorge. Kriegen wir hin. Ah, aua. Okay, ich lass es hier runter. Danke. Ah, wow, das war knapp. Dann zeig dich mal, du fettes Vieh. Okay. Fauläugiger Riesenparasit, Baras Baras. Okay, was muss ich tun? Okay, ich verstehe. Nein! Aua. Yes. Ich glaube, das bringt nichts. Das scheint schon eher was zu bringen. Ja, sieht gut aus. Komm schon. Und jetzt? Himmelschlitz. Geil, es klappt. Cool. Technik erkannt. Einmal links rum und jetzt noch einmal. Komm schon, spuck her. Einmal rechts. Himmelstrahl gegen. Verdammt, nicht getroffen. Nein! So. Klappt das auch. Ja, sehr schön. Schlitz. Yes. Das hat gesessen. So, jetzt komm. Ich schätze noch einmal. Das müssen wir schaffen. Dürfte kein Problem sein. Denke ich mal. So, und jetzt noch einmal voll gegen die Frette. Aua. Ging's nie gehauen. Himmelstrahl und Giftpilz-Kombo. Das hat nicht geklappt. Der ist ausgewichen? Och nein. Oh, komm. Das mach ich gleich anders. Okay, ich mach's anders. Komm her. Geht doch. So. Komm runter. Nein. Okay, das wird langsam ein bisschen knapp. Alter. Hat mich geschlagen, der Link. Und jetzt in die falsche Richtung. Das gibt's doch nicht. Geht doch. So, komm runter. Komm runter. Alter. Link, wohin schlägst du? Das mach mal nicht. Und du Vieh, komm jetzt endlich runter. Ja. Komm schon. Wer beschützt da auf? Aua. Ich sterbe gleich. Ich habe knapp überlebt. Was das? Jupp. Wir haben den Windfisch gerettet. Oder Windwal. Der hat immer noch seinen Eipanzer oben drauf. Das ist der Windfisch. Fett. Kommt der jetzt wieder, oder was? Müsste ja. Ja. Und der sieht direkt glücklicher aus. Na, wie schön. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie der sich in der Luft hält. Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe brachte. Und du hast mich vor diesem Monster gerettet, das mein Geist und mein Körper befallen hat. Der Geruch meiner geliebten Suppe hat mich hierher geführt. Ich danke dir, Jüngling. Ich bin Narisha, ein Diener unserer Göttin Hylia, und ich herrsche über das Weltenmeer. Hm? Ich verstehe. Dein Name ist also Link. Ein klangvoller Name, für wahr. Meine Stimme tut weh, deshalb spreche ich jetzt wieder normal. Deine Eltern haben ein gutes Gespür bei der Wahl deines Namens bewiesen. Ja, geht so. Oh, dieses Schwert. Die Kraft in deinem Herzen. Bist du etwa der auserwählte Held Link?
kann es tatsächlich sein? Wenn dem so ist, kommst du wohl, um mich nach dem Triforce zu fragen? Weißt du was davon? Das ist richtig. Ja, das ist eigentlich in der Tat richtig. Aber weißt du davon klingt irgendwie höflicher, ich weiß nicht warum. Allerdings, das ist eher die zielstrebigere Antwort. Eher höflicher oder eher zielstrebiger? Obwohl, es kann man auch als unhöflicher interpretieren. Komm schon, weißt du davon, das ist richtig. Na gut, das ist richtig. Meine Vermutung ist also korrekt. Jetzt spreche ich wie Kermit, verdammt. Dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Aus diesem Grund hat sie es im Wolkenort versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet. Doch die Göttin gab mir einen Hinweis. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra, die du beide trägst. Es trägt den Namen Heldenlied. Okay, ich habe jetzt wirklich keine Stimme mehr dafür. Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, an dem das Triforce verborgen ist. Doch die Göttin hat das Lied in 4 Teile, 4 Stimmen aufgeteilt. Eine der Stimmen kenne ich, doch die anderen 3 wurden an die erhabenen Drachen des Erdlandes weitergegeben. Du musst die 3 Stimmen des Heldenliedes jeweils von den 3 Drachen erlernen. Wenn du alle 3 Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte fehlende Stimme. Hast du verstanden? Besuche die 3 Drachen im Wald von Firon, am Vulkan Eldin und in der Wüste Ranel. Wald, Vulkan, Wüste, alles klar, in der Reihenfolge. Es gibt nämlich einen kleinen Bug in dem Spiel. Vor allem in den Anfängen, also nur in den Startversionen. Rutsche! vor allem in den Startversionen. Wenn ihr jetzt direkt nach Ranel geht, könnte es sein, wenn der Corona auf euch zukommt, dass euer Spiel dann, dass ihr dann Gamebreaker erleidet. Das heißt, da kommt nicht dann, ihr kommt jetzt, oh, Deutsch, hallo, bitte, kommt klar. Dann kommt ihr nicht mehr weiter. So. Link, warum? Manchmal verstehe ich ihn nicht. Ich will doch nur die Karte öffnen. Wie war das nochmal? Plus. Yes. Ich fliege in die falsche Richtung. Okay, umdrehen. Hey, hier sieht schon gerade viel freundlicher drin aus. Keine Regenwolken mehr. Hell erleuchtet. Ich hab nur noch 2 Herzen. Ich schlage mich eigentlich recht gut dafür. Na komm, ein bisschen schneller, Link und Icarus. Ihr habt einen Ruf zu verlieren. Glaube ich. Vorschlag. Oder nicht Vorschlag? Ich weiß es nicht. Nee, ich flieg direkt zu dem Wald. Direkt nach Firon. Mal gucken, was ich da so finde. Ach ja. Cool, der Wirbelsturm hat mich nicht erwischt. Negosta und so. Gibt's hier gerade noch irgendwas zu holen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Icarus, bitte höher. Danke. Ich finde, man sollte seinen Wolkenvogel selbst benennen dürfen. Ich meine, bei Epona ging das ja schließlich auch irgendwann mal. Ich kann mich zwar nicht mehr genau daran erinnern, ob das ging oder ob's... Doch, ich meine, es ging. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass es ging. Warum soll man da nicht Icarus benennen dürfen? Finde ich nicht gerecht. Wo sind meine Portsteine hin? Gebieter, ich habe etwas zu berichten. Im Wald von Firon hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. What the fuck? Okay, dann halt direkt zum Hintereingang. Jo, einmal bitte dahin.
Was ist hier los? Stanislaus. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Die Tür ist zu. Fei? Gebiete, dein Herz haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend, Heilungsmaßnahmen zu ergreifen. Danke, Fei, aber, kannst du nicht mal die Tür aufmachen? Einmal Tür aufmachen, bitte. Okay, ich habe gerade keine Ahnung. Oh, der Gorone ist wieder da. Gorone! Da fällt mir ein, ich habe erst kürzlich ein paar Himmelsfalter hier flattern sehen. Aber leider verstehe ich so gar nichts von Musik. Eine kleine Melodie, die käme mir jetzt gelegen. Melodie? Sowas zum Beispiel. Ach, einfach der beste Harfenspieler, den es gibt. Na komm schon, hier ist was. Yay! Heiliger Kiesel, hab ich mich erschreckt. Was für eine Entdeckung, das ist der Fund des Jahrhunderts. Dieses Siegel, das muss eine Wand der Göttin sein. Ich bin mir sicher. Okay. Hab ich das eigentlich schon gezeigt? Ich bin mir gar nicht... Doch, ich hab das definitiv gezeigt. So. Dann malen wir jetzt etwas, was wir brauchen. Wir malen nämlich ein wunderschönes Herz hier rein. Und hoffen, dass es erkannt wird. Yay! Genauso wünsche ich mir das. Perfekt. Geil, hat geklappt. Hat geklappt, ich freue mich. So, aber jetzt müssen wir mal irgendwie rausfinden, wie das hier weitergeht. Ich meine... Ach, das Tor dreht sich immer noch. Geil, schön. Ich wollte eigentlich jetzt gerade zu Bardo und nochmal mich erkundigen, wie es ihm so geht. Aber dann setze ich mich halt erstmal hin und heile mich ein bisschen. Ach ja. Wunderschön. Finde ich aber gerade nicht so geil, dass man... Oder sind das wirklich Fliesen? Nee. Wenn man mal so darauf achtet, dann sind das wirklich Schlieren, die nicht richtig dargestellt werden. Schade. Das Spiel könnte noch so viel geiler aussehen. Könnte. Tut's aber leider nicht. Trotzdem, der Grafikstil ist irgendwie stimmig. Wenn auch ein bisschen zu hell für mich. Ich mag Twilight Princess doch ein bisschen lieber. Du suchst also die drei Drachen. Und jetzt habe ich den Text weggeklickt. Aber das war nicht so wichtig, also egal. Pass auf dich auf. Na gut, dann... Bardo suchen und gucken, ob der mir helfen kann. Vielleicht kann der mich irgendwie wegkatapultieren. Da ist er ja. Hey, Link! Gibt's das denn? Dieser Kerl ist schon wieder zurück. Nein! Einen Moment, ich bring mich schnell in Stellung. Nein! Leute, zwei Bosskämpfe in einem Part gehen nicht. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, aber nee, das mache ich erst im nächsten Part. Auch wenn der jetzt ein bisschen kürzer ist, als normalerweise ein Part sein sollte. Bis dann. Ciao, ciao.